Staatsbürgerschaft hat bei uns im Team, darf mit abstimmen, denn wir wollen wissen, wie würde das Team der Harald Schmidt Show abstimmen. Und auch wir sagen den Leuten immer, stimmt ehrlich ab, denn wir wollen ja die repräsentative Umfrage. Jetzt kommt das für mich zentrale Thema dieser Tage. Wie heißt unser Bundeskanzler? Gerhard Schröder. Der Mann, der nicht mal weiß, wie man Haare färben schreibt. Vorsicht, Anwälte. Ja? Er ist verheiratet. Glücklich verheiratet? Oh ja. Die Frau lebt mit Tochter in Hannover, er selber lebt in Berlin. Deswegen das glückliche Feiern. Und nein, am Wochenende natürlich ist das umso intensiver bei dieser Trennung auf Zeit. Und jetzt kauft der Kanzler ein Reiheneckhaus, ein Reihenendhaus in Hannover. Und hier im Bild war es fotografiert. Schönes Haus, muss man sagen. Das hier ist das Haus, das der Kanzler kaufen möchte. Und Experten schätzen es auf 600.000 Euro. Ja. Das geht eigentlich für ein Haus dieser Größenordnung. Das ist ein sehr schönes Haus, die Lage ist wahrscheinlich sehr gut. Ja, denn, das sagen wir Ihnen immer wieder, entscheidend bei Immobilien, die Lage, die Lage, die Lage. Es sind, glaube ich, 300 Quadratmeter mit Garten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, es sind 300 Quadratmeter Grundstück. Es ist, ach so. 300 Quadratmeter Garten, wie groß Wohnfläche ist? Ah, 300 Quadratmeter ist der Garten. Ja. Aber wie groß ist das Haus? Das wäre natürlich interessant gewesen, jetzt ja, aus dem Quadratmeterpreis. Ich schätze mal so 180 bis 210. Und das ist mehr? Nee. Wie auch immer. Der Kanzler möchte ein Haus kaufen. Er braucht 600.000 Euro. Braucht er wirklich 600.000 Euro? Nein, er braucht viel mehr. Denn es geht ja erst los. Und das ist die Frage. Ich stelle mir vor, dass der Kanzler wie ein ganz normaler Staatsbürger zur Bank geht und sagt, hallo, guten Tag, Herr Schröder, nehmen Sie Platz. Frau Schröder, bitte, darf ich Ihnen was kommen lassen? Kaffee, Wasser? Ja. Ein Haus, ja. Dann nehmen wir mal die Daten auf. Ja, so, wie alt sind Sie? Ja, 57. Oh. Mhm. Vom Beruf Anwalt. Herr Schröder ist Anwalt vom Beruf, aber momentan, wie wir alle wissen, Bundeskanzler. Wie lange läuft denn da Ihr Vertrag, Herr Schröder? Naja, also kann sein, dass da im September Schluss ist. Daraufhin sagt der Bankangestellte, habe ich das richtig verstanden? Sie sind 57 Jahre alt, haben noch ein halbes Jahr Vertrag und wollen 600.000 Euro. Darf ich die Polizei rufen? Nein, er sagt natürlich, aber Herr Bundeskanzler, das ist ja kein Problem. Verstehen Sie, wenn es nach mir ginge, ja. Aber ich brauche natürlich Sicherheiten. Ja, Sicherheit. Was kann das sein? Ein Erbe von Tante Hillu oder ein Schlauchboot? Ja. Denn die Frage ist ja, wie viel Kredit muss der Kanzler aufnehmen? Wenn das Haus 600.000 Euro kostet, da geht es ja erst richtig los. Das können wir vielleicht mal für alle, die diesem Trugschluss auch schon oft aufgesessen sind. Ich habe hier diese sympathischen kleinen Klebefiguren. Dann können Sie das mal sehen. Also, das ist das nette Haus, das der Kanzler möchte. Mache ich hier hin. Dieses Haus kostet 600.000 Euro. So, 600.000 Euro. Da kommen natürlich noch diverse kleine Nebenkosten dazu, die viele, viele leider nicht mehr berücksichtigen und der erste Schritt in einen soliden Ruin sind. Ja? Nämlich, angenommen, Sie haben das Haus über einen Makler bekommen, dann werden... Dann werden nochmal 3,48% Maklergebühren fällig. Das kennen Sie, das ist, glaube ich, 3%. Und diese 4,8% sind die 16% Mehrwertsteuer, die da reingerechnet sind. Das heißt, 6.000 mal 3,48 sind 20.880 Euro für den Makler. Zahlt man gerne? Klar. Ja.
Dann kommt, und da ist der Kanzler selber schuld, denn warum hat er ihn, Hans Eichel, 3,5%. mal 6.000 sind 21.000 Euro Grunderwerbsteuer. Und dann, ganz wichtig, der Notar kriegt auch noch mal 1% des Kaufpreises. Das ist verständlich, denn der Notar hat wahnsinnig viel zu tun bei einem Hauskauf. Er muss einen Standardkaufvertrag aus dem Computer lassen. Er muss den Füller aufschrauben. Und er muss die Urkunde rüberreichen. Das sind drei Bewegungen. Dafür sind 6.000 Euro nicht zu viel. So, heißt 60 241 880 47.880 647.880 Euro. Jetzt ist die Frage, wie viel Geld steht dem Kanzler zur Verfügung? Er ist natürlich Kanzler, ja? Und als solcher bekommt er ungefähr, ich habe es leicht aufgerundet, 11.000 Euro im Monat. Höre ich schon wieder viele zu Hause sagen, für diese Geld, die machen die Taschen voll. Auch das haben wir Ihnen schon oft gesagt. Wir aufrechten Demokraten sollen froh sein, dass es einer für diese Kohle überhaupt macht. Ja. Fragen Sie mal Herrn Schremp, fragen Sie mal Herrn Ron Sommer, fragen Sie mal Herrn Gildo Horn oder Frau Vicky Leandros, ob die für 11.000 Euro im Monat arbeiten. Also, das ist zwar nicht wenig, aber zu viel ist es keinesfalls. Jetzt könnte man sagen, gut, da geht Miete und Auto weg, aber der Kanzler hat ja eine Gattin. Aber was finanziell noch wichtiger ist, er hat drei Ex-Gattinnen. Jetzt wissen wir nicht genau, wie das so in etwa aussieht, was da an Unterhalt und so weiter bezahlt wird. Ich würde sagen, alles inklusive bleiben dem Kanzler, sage ich mal, 5.500 Euro, wenn alles bezahlt ist. 5.500 Euro. Netto. Wenn, bitte? Netto schon. Ja, er muss ja davon, glaube ich, nicht so viel versteuern. Nee. Als Bundeskanzler. Ich weiß es nicht. Ja gut, das sind 3.000 Euro. 3.000 Euro. Ja? Jetzt ist der Punkt folgender. Die Frage ist ja, ist es überhaupt noch sinnvoll, als 57-Jähriger ein Haus zu kaufen? 104% der Experten sagen nein. Denn in diesem Alter sollten Sie schon dran denken, Rente, verstehen Sie? Riester-Rente. Das sind ja nun alles Leute, die uns nichts sagen, aber die der Kanzler kennt. Zusatzrente, Pflegeversicherung. Da sagen die Experten 600.000 Mark, da kommt dann noch einer von uns ins Haus von der Bank und schaut sich das mal an. Da kommen zwei, die haben Anorak mit Krawatte. Ja? Einer macht ein Foto, der andere kommt nicht aus dem Auto. Und dann sagen sie, wieso wollen Sie überhaupt ein Haus für 600.000 Mark hier kaufen? 600.000 Euro. Sie kriegen für 50.000 Euro ein Haus, das liegt mitten in der Ostsee. Ja? Das hat so breite Türen, da kommen Sie im Rollstuhl direkt bis in die Badewanne. Das würde ich Ihnen empfehlen. Und überhaupt, der Fenstergriff wackelt, das Ganze ist nur 50.000 Euro wert. Wir können Ihnen den Kredit gar nicht geben. Aber der Kanzler, gehe ich davon aus, kriegt den Kredit. Frage ist, finanziert er das ganze Haus oder braucht er nur 500.000, weil er was erspart hat? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, der Kanzler hat ein bisschen was auf der Seite. Doris hat ja auch lange Zeit gearbeitet. Ja. Ja. Der Kanzler braucht 500.000 Euro. Das Normale ist, es ist ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, auf 15 Jahre fest, drunter gibt die Bank bei einem 57-Jährigen keinen Kredit mehr, 15 Jahre fest, sage ich mal, abgerundet 6% von 500.000, das sind 6 mal 5.000, das sind 30.000 Euro im Monat Zinsen plus 6.000 Euro 1% Tilgung macht 36.000 durch 12,
macht pro Monat 3.000 Euro Belastung. Das hieße, ja, muss der Kanzler hier 3,2 haben, damit ihm noch 200 Euro bleiben. Oh. Da heißt es aber den Gürtel enger schneiden. Ja. Frage, ist das noch ein Leben mit 200 Euro? Ja. Schlimm genug, wenn seine Wähler davon leben müssen. Ja. Ja? Aber ich möchte nicht, dass unser Kanzler... Gut, das Haus wäre nach 15 Jahren schuldenfrei, aber da geht ja jede Mark weg, jeder Euro. Also mit Urlaub und so weiter wird das ja ganz, ganz, ganz eng. Deswegen glaube ich, dass unser Kanzler die ganze Sache anders finanziert. Und zwar ist er, für mich ist er ein Global Player, ist ein Spieler. Er macht Folgendes. Er leiht sich 650.000 Euro. Ich mache das mal wie hier weg. Ich glaube... Gut, dass wir den Job machen. Ich mache es hier oben. Hier. Das ist es, ja? Der Kanzler leiht sich 650.000 Euro. Dann hat er noch ein bisschen Spielraum. Und zwar leiht sich unser Kanzler diese 650.000 Euro nur für ein Jahr. Aha. Ja. Damit kann er den Zinssatz unter 5% drücken. Mhm. Ja? Und er tilgt nicht, er zahlt keine Schulden zurück in diesem einen Jahr. Das heißt, bei 6.500 mal, sage ich mal, 4,8 sind 31.200 Euro Zinsen. Und dann, weil er der Kanzler ist, bequatscht er entweder den Filialleiter oder geht zu einer Direktbank und leiht sich nochmal 650.000 Euro. Ja? Und zwar mit einem sogenannten Wertpapierkredit. Das sind ungefähr 7%. Und das Geile ist, die sind steuerlich absetzbar. Von Powerhans. So. Das heißt, er zahlt 31.200 hier und 6.500, 6.500 mal 7. Das sind dann 45.500 Euro hier, Zinsen, also ungefähr 76.000 Euro. Ja. So. Und diese 650.000 garantieren Ihnen den Wahlsieg. Denn was macht der Kanzler damit? 650.000 Schulden für das Haus und diese 650.000, die ihm die Bank nur ungern gibt, aber er überzeugt, weil er ein Winner-Typ ist, weil er sagt, yeah, mit diesen 650.000 Euro kauft der Kanzler in Gegenwart von 20 Kamerateams Telekom-Aktien. Ja. Hier. Die Telekom-Aktie steht heute bei 17 Euro. Weil der Kanzler aber an den Standort Deutschland glaubt und weiß, dass die Wirtschaft boomt und weiß, welches Zeichen auf den deutschen Aktienmarkt ausgeht, wenn er für 650.000 Euro Telekom-Aktien kauft, steht der Kurs der Telekom-Aktie, und das verspricht der Kanzler, sonst will er nicht wiedergewählt werden, bis September bei 52 Euro. Das heißt, verdreifacht. Ja. Macht 650.000 mal 3 1.950.000 Euro. Abgezogen die 650.000 für das Haus, abgezogen die 650.000 für den Kredit für die Aktien, 650.000 Euro plus nach einem Jahr steuerfrei nach dem Ende der Spekulationsfrist. Das heißt, der Kanzler hat in einem Jahr das Haus, die Telekom-Aktien und 650.000 Euro Cash. Garantiert. Wisst ihr, das. Und ich bin überzeugt, wenn du einer Bank dieses System erklärst, sagen sie dir, das ist ungewöhnlich, aber sie haben recht. Denn so haben wir es ja auch bei Dr. Schneider gemacht.
Mit null Eigenkapital. Ich glaube, so macht es der Kanzler. Ja. Das wäre ein Signal an die Wirtschaft, an uns alle. Jeder kann es schaffen. Du brauchst kein Geld, du brauchst nur Mut. Du brauchst keinen Zauderer, du brauchst nicht eine Frau, die sagt, wir sind ruiniert, sondern sagt, ja, yeah! Hier kommt ein Winner-Typ. Und wenn es nicht klappt, ja gut, das muss man jetzt nicht kalkulieren. Das kann gar nicht schiefgehen. Das kann gar nicht schiefgehen. Sonst würde ja Stoiber auch der Name von der Firma einfallen. Schneller. Genau. Verstehst du? Ich finde, der Kanzler sollte die Aktien kaufen, noch bevor dem Kandidaten überhaupt einfällt, wie die Firma heißt.